Power Rangers. Power Rangers, Morphasing Feroz. Ich hasse solche Aufschneider! Wo ist Devon? Der kommt schon noch. Los, es ist Morphing Time! Aktiviere Beast Power! Auf geht's! Hä? Oh nein! Ich muss weg, Satze! Sorry, ein Notfall! Schon wieder? Ich freue mich drauf, euch fertig zu machen. Navi! Vorsicht! Was passiert wohl, wenn ich hier einen Schnitt mache? Vorsicht! Ja, guter Job. Du darfst jetzt auslöschen. Navi, hättet ihr es gern? Scheibchenweise? Was ist denn das? Noch so eine Nervensäge. Sorry, bin spät dran. Hab ich was verpasst? Nur, dass deine Kumpels schon fast am Ende sind. Und du willst Teamleiter sein? Lass dich nicht provozieren. Der ist es nicht wert. Transport Beast X Blaster. Okay, gib mir Deckung. Wie hat dir das gefallen? Das ist noch nicht das Ende. Das war echt knapp, Devon. Es ist Morphing Time. Aktiviere Beast Power. Entfesse das Beast. Vorgang abgeschlossen. Was hast du getan? Wird dir nicht gefallen. Mal sehen, wie ihr mit der Gigadrohne ohne eure Sorts zurechtkommt. Slicer Drone, das ist eine Falle. Oh. Ach, wirklich? Du dämlicher Robotron. Zeit, sie in Fesseln zu legen. Ihr geht jetzt nirgendwo mehr hin. Alle Ausgänge werden verriegelt. Hat Spaß gemacht. Aber Slicertron hat sich komplett rebootet. Er legt diesen Ort hier in Schutt und Asche. Ich möchte nicht in eurer Haut stecken. Das Haupttor, es ist geschlossen. Und diese Tür schließt sich auch. Das ist der einzige Weg nach draußen. Das ist nicht gut. Ich brauche einen Plan. Ich habe eine Idee. Ist aber riskant. Hä? Keine Zeit für Erklärung! Bist du verrückt? Vertrau mir! Dir vertrauen? Du hast mich rausgeworfen, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen! Von hier drin kannst du nicht helfen. Draußen kannst du dein Sort aktivieren, das Haupttor öffnen und Slicer Drone erledigen. Du hast die Geschwindigkeit und Fähigkeit dazu. Schnell, beeil dich! Ich kann euch nicht allein lassen. Doch, das musst du! Glaub mir, das ist der einzige Weg. Los! Alles klar. Startbereit machen, Cruz. Alles hängt von uns ab. Commander, schicken Sie den Racer-Sort. Auf geht's.
startet sich neu. Die Gigadrone trifft uns nicht, wenn wir uns bewegen. Ja. Sie nicht, aber ich. Und wenn ich treffe, seid ihr nur noch ein Häufchen Asche. Jax. Was ist das hier? Es sollte eigentlich eine Überraschung werden. Smash Cruise und ich wollten eine Party für euch schmeißen. Also dafür waren die Partyutensilien. Und ich dachte, du seist unzuverlässig. Cruise hat mitgeholfen. Deshalb kam er zu spät, um dich abzuholen, Devin. Lass mich raten. Smash hat beim Verzieren Glasur an die Hand bekommen. Ihm war das mit deinem Shirt so peinlich. Wir wissen, wie sehr ihr euch reinhängt und wie selbstlos ihr die Stadt beschützt. Wir wollten euch eine Pause gönnen. Eine kleine Party, um uns bei euch zu bedanken. So was Bezauberndes hat noch nie jemand für mich gemacht. Für mich auch nicht. Dann sind wir schon drei. Tut mir so leid wegen des Tablets. Ach, einfach alles. Schätze, du bist zuverlässiger, als mir klar war. Ich hab dich für selbstverständlich gehalten. So wie wir. Wir verdienen Freunde wie die Beastbots nicht. So wie wir uns benommen haben. Hier seid ihr. Ich weiß, warum Blaze die Daten stiehlt. Er will die Kontrolle über den Megazord. Dafür bräuchte er die Daten von allen drei Beastbots. Deswegen waren sie auch hinter Jax her. Mit Zugriff auf deinen Speicher könnten sie den Megazord steuern. Ich bin zwar der Letzte, der sein Gedächtnis verlieren will, aber wenn die so scharf auf mich sind, stelle ich mich gern als Köder zur Verfügung. Auf keinen Fall. Du könntest verletzt werden. Jax, ich war keine gute Freundin, aber das wird sich ab heute ändern. Und deshalb werde ich aufpassen, dass dir nichts passiert. Zoe, eine bessere Chance, Smash und Cruise zu retten, bekommen wir nicht. Und außerdem gibt es keine besseren Beschützer als euch Ranger. Okay, Jax. Wie ist dein Plan? Nate meinte, hier wäre der Robotron entstanden. Er könnte noch in der Nähe sein. Teilen wir uns auf. Klingt gut. Na dann los. Wo steckt dieser schrottreife Robotron? Gleich schicke ich dich aufs Abstellgleis. Du bist jetzt gleich von mir überrollt. Nein, klau nicht auch noch meine Erinnerungen. Das ist unvermeidbar. Deine Daten fehlen noch in meiner Sammlung, kleines nutzloses Häschen. Mit nutzlos komme ich klar. Aber niemand nennt mich klein. Jetzt! Was? Oh nein, ich habe die Discs verloren. Die gehören uns. Beastblast. Ha, haben wir ja die Discs. Jax, bring sie zu Nate. Hoppidi-hopp. Schon unterwegs. Sei vorsichtig. Verschrotten wir ihn. Ihr wollt kämpfen? Ich werde euch überrollen wie der Coral Harbor Express. Ich muss wieder in die Spur finden. Transport Beast X Blaster. Netter Versuch. Oh nee, wartet. Rangieren wir ihn aus. Deine Zeit ist um. Beast X Blaster. Das sollte reichen. Liebe Fahrgäste, dieser Zug ist außer Betrieb. Das hast du davon, unsere Beastbots zu ärgern. Super Teamwork, Leute. Also, Brüderchen, welchen Film möchtest du sehen? Ich weiß nicht. Wir werfen eine Münze. Das Einzige, was ich habe, ist der Peilsender. Grün oder violett? Grün. Betty
Vicky, Vorsicht! Der Peilsender! Wir müssen ihn zurückholen! Hey, was sind das für Idioten? Die sind für euch! Was meint ihr? Wo ist der Robotron hingefahren? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn finden. Wir teilen uns auf und suchen ihn. Alles klar. Egal, was ihr von mir wollt. Ich werde es euch nicht geben. Ach, was bist du mutig. Scrazzle, du bist ein Genie. Ein wahres Genie. Wo bin ich hier? Willkommen in deinem neuen Labor. Was ist das für ein Ding? Nun, du Supergenie, ich bin Scrazzle und ich brauche von dir einen Neuralangleicher, um mein Meisterwerk zu vollenden, das Cybergate. Was hast du mit mir vor? Du wirst jetzt für uns einen speziellen Roboter bauen. Es wird dich sicher erfreuen, dass wir alles vorrätig haben, was du dazu brauchst. Hey, das ist meine Great Battle Force Technik. Bei dir gestohlen von meiner Wenigkeit. Speicherlaufwerke, Waffen, Sensoren. Und du wirst all diese Dinge in den Roboter einbauen. Ebenso wie du es bei den Beastbots gemacht hast. Noch Fragen? Das Portal. Der Roboter. Ihr wollt Evox wieder zurück in unsere Dimension bringen? Bingo! Ich werde euch niemals helfen. Oh, doch, das wirst du. Wenn nicht, dann... Denk nach, Nate. Du kommst da irgendwie raus. Okay, ich weiß, was ich tun soll. Bitte tut mir nichts, bitte. Bitte. Ich sagte doch, er ist jämmerlich. An die Arbeit. Kein Anzeichen von ihm in Sektion Delta 77. Auch nicht in Sektion Tango 25. In Sektion Echo 84 ist auch nichts. Versuchen Sie es noch einmal auf seinem Handy. Hatten Sie Glück mit dem Robotron? Keiner von uns hat was gefunden. Ich verstehe. Aber jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Nate ist nicht zur Basis zurückgekehrt und sein Communicator ist offline. Wir haben ihn allein im Wald gelassen. Er könnte in Schwierigkeiten sein. Wir werden ihn suchen gehen. Warten Sie. Nate ist ein intelligenter junger Mann. Er wird sich vielleicht selbst helfen können. Aber er ist kein Kämpfer, Commander. Er kann sich nicht verteidigen. Commander, wir haben leider schlechte Nachrichten. Ja, dieser Lastwagen mit dem Morphex. Wir haben ihn gesehen und unser Peilsender ist... Er ist auf den Lastwagen gefallen. Sorry. Warte. Wenn der Peilsender auf den Truck gefallen ist, dann bedeutet das, dass wir den Truck und vielleicht auch Nate finden können. Oh ja? Super Idee. Er hat ihn gefunden. Da ist ein leerstehendes Lagerhaus in Sektion Kilo 18. Gut gemacht, Ben und Betty. Mhm. Bringt Nate gesund zurück. General Burke? So, so. Da haben wir also die neuen Ranger. Jawohl, Sir. Die bisher besten. Nate hat diesen neuen Striker-Morpher erfunden. Er ist gleichzeitig ein Blaster. Aber das ist nicht alles. Unsere Swords kann man in die Schlacht teleportieren. Das ist vermutlich sehr beeindruckend. Hey, Dad! Dad! Hier oben! Dad, hier oben. Hi! Hier oben! Dad! Dad! Hallo, Kinder! Seid vorsichtig! Autsch! Herrje! Das war... spaßig! Ihr seid okay! Sie sind okay! Gott sei Dank! Sir, bezüglich der Swords. Wir brauchen nur Ihre Freigabe, sie mit Morphex zu betanken und Sie sind kampfbereit. Das werde ich veranlassen. Aber erst müsst ihr das ausfüllen. Das alles? Zuerst muss alles bis aufs i-Tüpfelchen und
T-Strichelchen korrekt sein. Wir halten uns an die Prozedur. Aber Sir... Wir übernehmen das, Nate. Im Ausfüllen sind wir unschlagbar. Ja, wir machen das. Phänomenal, Leute. Vielen Dank. Oh. Sauberer Papierkram ist jedenfalls garantiert. Oh, hey Leute, was gibt's? Wir sind fertig mit dem Training. Hängen wir ab? Ja. Gern. Steel und ich kommen zum Riptide Gym. Cool, dann bis gleich. Jackpot. Also los. Was meinte sie mit abhängen? Ein Klettergarten? Nein, Steel. Wow, cooler Robotermann. Wen nennst du hier Roboter? Ich bin zur Hälfte menschlich. Er scherzt nur, wirklich witzig. Er ist mein Schulexperiment. Du musst dich besser einfügen, okay? Ist nicht leicht, sich einzufügen, wenn man herausragt. Willkommen, Steel. Im angesagtesten Spot der ganzen Stadt. Jetzt, wo ich hier bin, ist er es. Nach euch. Entschuldigung, war nur ein Versehen. Blaze, Roxy, was sucht ihr Freaks hier? Nur euren stahlharten Freund. Wieso? Danke. Erst müsst ihr an mir vorbei. Wenn du drauf bestehst. Tronix! Gesehen? Ich scheine Tronix magnetisch anzuziehen. Was macht dich so beliebt? Vivox ist noch nicht mit dir fertig. Wir müssen dich zur Basis bringen. Okay, Team. Abmarsch. Spaß ja losgehen. Ich kann's kaum erwarten, meine Bohrer anzuwerfen. Perfekto. So muss es sein. Warte, halt still. Ist das ein Datenchip? Ja, jetzt besorg mir eine Beast Power. Roxy! Bleib, wo du bist! Na klasse, die glorreichen 5. Willst du Spaß haben, Drilly? Tronix! Ich werde euch durchlöchern! Du landest in dem Loch, wenn wir mit dir fertig sind. Es ist Morphing Time! Aktiviere Beast Power! Jetzt wird's interessant. Angriff! Ups, hab ich etwa einen Nerv getroffen, Liebling? Auf ihn! Zahn bringt mich um. Der Zahn bringt mich um. Ich liebe meinen Job. Keine Sorge, Robin, wir sind bei dir. Danke. Genug rumgespielt. Verschwinden wir hier. Zeit für Phase 2.
vertiefen wir ihr Problem. Mist, wo sind sie hin? In diesem Tunnel verschwunden. Und hinter sich haben sie ihn aufgefüllt. Aber wo führt er hin? Na, offensichtlich nach unten. Lasst uns schnell die Sicherheitskameras der Stadt anzapfen. Irgendwann müssen sie wieder auftauchen. Sorry, Freunde, das ist meine Schuld. Meine Zahnschmerzen haben dem Robotron einen Vorteil verschafft. Du musst dringend zum Zahnarzt. Ja, das muss ich wohl. Voll nett, dass ihr mich begleitet. Mach dir keine Sorgen. Unsere Zahnärztin wird dir gefallen. Sie ist die Beste. Danke, Leute. Ja. Und hey, jeder Patient geht hier mit einem großen Lächeln. Wiedersehen. Ich meine, da geht gerade eine weitere glückliche Patientin. Du schaffst das, Ravi. Was ist denn das für ein Bohrer? Wir müssen raus aus diesem Horrorhaus! Nein, nein! Leute! Oh nein! Wartet auf mich! Kann ich Ihnen helfen? Bill, alles klar bei Ihnen? Ja, alles klar, aber mein Team hat gerade verloren. Die neuen Regale sind fertig. Danke, Bill. Ravi Shaw? Versão brasileira Marmac Group in São Paulo.